Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben gerade wieder einen typischen Beitrag aus der Linksfraktion hier erlebt, den ich aber dennoch kurz mal einordnen muss. Ich muss schon wirklich sagen, wie man diesen kleinen Beitrag in einer Ausbildungs- und Trainingsmission mit 9 oder 11 Soldaten als einen Beitrag zur Beteiligung an Kriegsverbrechen hier diskreditieren kann. Das ist infam, Frau Kollegin. Dafür sollten Sie sich entschuldigen. Das sollten Sie zurücknehmen. Für mich ist das Anlass, den Soldatinnen und Soldaten der deutschen Bundeswehr, die dort Ausbildung betreiben und die Soldatinnen und Soldaten der somalischen Streitkräfte in die Lage versetzen, sich gegen eine terroristische Al-Shabaab-Miliz zur Wehr zu setzen, unseren Soldatinnen und Soldaten, die dort einen schweren Dienst leisten, einmal herzlich zu danken für den schwierigen Dienst, den sie leisten. Unsere Soldaten leisten einen Beitrag zu mehr Frieden in diesem Land. Überschaubar, aber es ist ein Beitrag dafür, dass dieses Land befriedet werden kann. Das ist die Wahrheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es sollte angesichts auch schon der Zahl, über die wir gesprochen haben, der Kollege Kosser hat es aus meiner Sicht vollkommen richtig einsortiert, jetzt nicht der Eindruck erweckt werden, als wären jetzt diese Soldatinnen und Soldaten, die in der Tat schon über 5.000 Angehörige der Streitkräfte dort ausgebildet haben in den vergangenen Jahren, und das ist beachtenswert genug, als wäre das jetzt die Lösung aller somalischen Probleme. Diesen Eindruck hat hier niemand erweckt, und das ist auch gar nicht der Anspruch, den wir mit dieser Mission hier verfolgen. Aber wir müssen schon zur Kenntnis nehmen, dass in diesem Land, das ja einige Heimsuchungen hat erleben müssen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, es doch eine vorsichtige Entwicklung zum Positiven gegeben hat. Es hat in der Tat, darauf ist auch vom Kollegen Kosse hingewiesen worden, es gibt einen neuen Präsidenten, der aus dem Exil kommt, der das Richtige will, der eine integrative Regierung gebildet hat, der sich dafür einsetzt, dass Menschenrechte in diesem Land geachtet werden, der Korruption bekämpfen will. Da kann man nicht einen Schalter einfach umlegen und in dem Land einfach etwas Neues herbeiführen. Aber diese neue Regierung braucht unsere Unterstützung. Sie braucht erst einmal Sicherheit in diesem Land. Und dazu müssen wir einen bescheidenen, aber doch notwendigen Beitrag auch mit dieser Mission leisten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist richtig. Und ich würde auch noch mal die Gelegenheit nutzen wollen, an die Kolleginnen und Kollegen der Grünen-Fraktion zu appellieren, noch mal darüber nachzudenken, ob man hier nicht doch zustimmen kann, wenn sie in welcher Konstellation auch immer nach wie vor anstreben. Die Zahlen lassen das ja so ein bisschen wackelig werden, nach der Bundestagswahl vielleicht an einer Bundesregierung zu beteiligt werden. Herr Kollege Lindner, Sie strahlen das eigentlich immer aus, dass Sie dabei sein wollen, wenn regiert wird. Dann sollten Sie noch mal darüber nachdenken, ob Sie nicht doch diesem Einsatz zustimmen. Denn das, was Sie oft genug bemängeln, ja, Frau Lemke, Sie wollen vielleicht nicht beteiligt werden, das ist die Zerstrittenheit der Grünen, aber das müssen Sie untereinander regeln. Aber Sie fordern doch immer wieder ein, dass wir klare völkerrechtliche Grundlagen brauchen für die Einsätze. Und wir haben hier eine Regierung, eine somalische Regierung, die die Europäische Union eingeladen hat. Wir haben eine Resolution des UN-Sicherheitsrates. Sie verlangen immer wieder, dass wir die Autorität des Sicherheitsrates auch unterstützen und dass wir sie deswegen auch zu Glaubwürdigkeit verhelfen, indem wir dann diese Missionen auch wahrnehmen. Und hier sind wir es nun einmal, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, diejenigen, die in Somalia auf einer klaren völkerrechtlichen Grundlage tätig werden. Und dann sollte man das auch tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sehen Sie doch die in der Tat bescheidenen, aber die Vorteile, das, was sich in Somalia entwickelt hat. Eine neue Regierung, ein neuer Ansatz, auch wo man versucht, die verschiedenen Strukturen des Landes einzubeziehen. Und in der Tat das, was wir an Entwicklungshilfe, was wir an humanitärer Hilfe dort leisten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will den Einsatz nicht überhöhen. Diese Zahl von Soldatinnen und Soldaten kann in dem Land nicht alles regeln. Und wir können sicherlich nicht versprechen, dass nur deswegen, weil unsere Soldatinnen und Soldaten dort sind, alles besser wird. Aber auch hier gilt der Grundsatz, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und wir tun ein bisschen etwas Gutes. Wir leisten einen Beitrag dazu, dass dieses so gescholtene Land, das in so schwierigen Verhältnissen sich befindet,
so ein bisschen mehr Stabilität finden kann. Und diesen Beitrag sollten Sie leisten, indem Sie diesem Einsatz zustimmen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Agnieszka Brugger für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.